weißt ja, die Influencer, schöne Bildler mit Klo unterm Bett. Das ist ja der Hammer. Ein Caddy mit dem Klo unterm Bett. Caddy kurz, dann schmeiß ich mich weg. Ey, du schlafst auf dem Bett, du hast eine Decke auf dem Bett, du hast eine Kiste auf dem Bett, du hast einen Bettüberzug. Vielleicht ist es nur kalt und du hast einen Teppich im Bett. So. Und jetzt musst du aufs Klo. Was machst du? Du musst aus dem Caddy raus. Du musst erstmal die ganze Decke und Teppiche irgendwo verstauen. Dann kannst du deine drei Matratzen aufeinanderlegen und dann kannst du das Holz hochklappen. Und dann musst du den Deckel vom Klo nun hochklappen. Und bis dann hast du wahrscheinlich schon die Hose verbieselt. Völlig unpraktikabel, aber hey, IKEA-Einbaurichtung, wunderschön, Vorzeige, aber null praktikabel. Ich zeige euch mal was richtig praktisch. Klo, Thema Klo. Jeder hat einen ganz normalen Mülleimer, das braucht man. Ist eine Banane, muss eine Bananenschale wegschmeißen. Keine Ahnung, ich wasche mich jeden Morgen, jeden Abend mit Seewas, mit meiner Caddy-Dusche. Die kennt ja inzwischen, glaube ich, auch jeder. So. Und das Ding ist auch umbaubar zum Klo. Und wenn man einen Flur hat, ein bisschen, so wie ich, dann reicht es komplett. Und dann kann es auch mal geschwind pressieren. Also über Fäkalien zum Reden ist jetzt auch nicht so mein Ding, aber es gehört halt auch zum Leben. Sollte man es mal wirklich nicht aufs Klo schaffen. Und man muss im Caddy aufs Klo. Dann nimmt man die schwarze feste Tüte. Macht schnell einen Knoten rein und entsorgt sofort. Vor allem die Männer. Wir Frauen stinken ja nicht. Schon gerade beim Klo sind. Dann sprechen wir noch gleich über das Pinkeln. Welche Frau will bei Nacht, bei Wind, bei Sturm, bei Regen raus und pinkeln gehen, wo es vielleicht noch heute mal einen Busch gibt? Wer will das? Dafür gibt es ein praktikables Klo. Es gibt nichts Besseres wie so ein Behälter, übrigens richtig frisch putzt, frisch gewaschen. Riecht auch wieder, bleibt auch nichts hängen, was riecht. Und die haben meine Caddy-Dusche, mit der wasche ich das. Und ich glaube, da passen 2 Liter rein. Das braucht man gar nie nicht. Also, man kann ja auch nur draußen irgendwo pinkeln. Aber als Notlösung perfekt. Kann ich nur empfehlen. Er hat auch einen Deckel. Und er hebt auch gut, wenn man fest zudreht.